Hallo liebe Eisenbahnfreunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video, zu einem neuen Frage- und Antwort-Video, dem siebten inzwischen. Während des Intros möchte ich noch auf zwei Kanäle aufmerksam machen. Einmal Führerstandsmitfahrten, wo die Führerstandsmitfahrten der S-Bahn München gepostet werden. Und noch einen anderen Kanal, wenn ihr Fahrten mit einem ICE mögt. Ich hoffe, ihr abonniert fleißig. Bis gleich! Und los geht's mit der ersten Frage. Darf man im Führerstand während des Fahrens oder im Stand ans Handy gehen, essen und trinken? Ganz kurz, ans Handy gehen nein, essen und trinken ja. Was heißt Ebola und warum braucht man das? Ebola ist die Abkürzung für elektronischer Buchfahrplan und Langsamfahrstellen. Früher hatte man halt einen Fahrplan in schriftlicher Form, in gedruckter Form und jetzt gibt es das halt in digitaler Form auf dem Display. Aber eigentlich stimmt das nicht, denn eigentlich müsste es EBU heißen, denn wir haben nur einen elektronischen Buchfahrplan. Die Langsamfahrstellen haben wir in einer extra Form auf dem Tablet. Eigentlich sollten die Langsamfahrstellen und Besonderheiten in den Fahrplan integriert werden, dass man nicht zwei Sachen braucht, zwei Displays oder zwei Bücher. Aber solange wie ich jetzt dabei bin, seit genau 21 Jahren, hat man das nicht hinbekommen. Als ich angefangen habe, musste man zum Dienstbeginn immer noch eine PCM-CIA-Karte an einem großen Computer aufladen mit den neuesten Fahrplandaten und später wurde es online per Funk ins Fahrzeug übertragen. Die Langsamfahrstellen hatten wir immer noch in gedruckter Form früher. Seitdem wir das Tablet haben, werden die Daten ins Tablet gespielt. Aber das ist im Grunde immer noch nicht das, wofür es mal gedacht war, also dass man die Langsamfahrstellen und Besonderheiten in den Fahrplan integriert, dass man also alles in einer Ansicht vor sich liegen hat. Im Buchfahrplan steht alles drin, was man für die aktuelle Zugfahrt wissen muss, wie zum Beispiel die Betriebsstellen wie Bahnhöfe und Haltepunkte, wie schnell darf man fahren, wo ist der anschließende Weichenbereich und natürlich die Ankunfts- und Abfahrtzeiten. Und in der LA sind verzeichnet Baustellen zum Beispiel mit den Langsamfahrstellen, Besonderheiten wie zum Beispiel, wo man außerplanmäßig im Gegengleis fährt oder wenn mal der Funk nicht funktioniert auf einem Streckenabschnitt oder auch mal ein Geländer fehlt. Also alle Besonderheiten, die nicht in den Buchfahrplan mehr gepasst haben oder die halt kurzfristig entstanden sind durch Bauarbeiten. Warum wurde die Strecke nach Altomünster elektrifiziert? Naja, man wollte diese kleine Nebenstrecke, die einzige S-Bahn-Linie war im Münchner System, die nicht elektrifiziert war und mit der Baureihe 628 gefahren wurde, endlich modernisieren und ins S-Bahn-Netz richtig integrieren. Man wollte die Bahnhöfe barrierefrei ausbauen, die Streckengeschwindigkeit erhöhen, die Sicherungstechnik, die Signale und so weiter erneuern, damit man auch auf der Strecke dann mit dem 423 fahren kann, um in Dachau zu schwächen und zu verstärken. Oder halt durchgängig bis München Ost durchzufahren. Oder bis Erding halt. Habt ihr Afrikaner und Asiaten als Kollegen bei der S-Bahn München? Wir haben Kollegen aus ganz vielen Ländern. Hauptsächlich aus den europäischen Staaten. Ist das ohne Probleme möglich, falls du dich entscheidest, zu DB Regio oder zu DB Fernverkehr zu gehen? Oder gibt es da einige Hürden? Ja, so ohne Probleme geht das nicht. Es gibt eine interne Übereinkunft, dass gewisse Wartezeiten eingehalten werden. Ich nenne es jetzt mal so Wartezeiten, bis man wechseln kann. Aber da gibt es auch Möglichkeiten, das zu umgehen. Weißt du, was man bei einem dreiwöchigen Praktikum bei der DB macht? Ich weiß nicht, wie das bei anderen Geschäftsbereichen ist, aber bei uns läuft man durch alle Geschäftsbereiche, wie zum Beispiel der Werkstatt, der Leitstelle, der Fahrplanerstellung und so weiter und schaut sich das Ganze an. Aber hauptsächlich ist es natürlich dann das Mitfahren. Die zweite Frage war, würdest du eher empfehlen, S-Bahn-Lokführer zu werden oder ICE? Also erstmal grundsätzlich, wir sind alles Lokführer. Es gibt keine speziellen ICE-Lokführer. Wir sind alles Lokführer, wir dürfen nur nicht alles überall fahren. Man wird erstmal grundausgebildet und erhält dann zusätzliche Lernbausteine, je nachdem dort, wo man fahren will. Wie gesagt, ICE-Lokführer gibt es nicht.
Man ist Fernverkehrslokführer und dort gibt es nicht nur den Führerschein dann für die verschiedenen ICE-Baureihen, sondern auch von einigen Loks, wie zum Beispiel der Baureihe 101. Nun noch zur Frage 3. Stimmt es, dass man ICE-Lokführer nur an bestimmten Orten werden kann? Wenn man beim Fernverkehr anfangen will, dann geht das natürlich nicht irgendwo in Buxtehude, wie man so schön sagt. Dann muss man schon anfangen in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, also die Hauptstandorte. Jetzt gibt es sogar 4 Fragen. Ich fahre sehr oft mit meinem Vater mit der S-Bahn München in München rein, aber habe bis jetzt nur einmal einen Kontrolleur Schaffner gesehen. Ist das normal? Ja, dann hattest du bis jetzt Glück. Es gibt ja verschiedene Leute, die bei uns kontrollieren. Na, das sind unsere eigenen Mitarbeiter vom Serviceteam. Da gibt es noch externe, die wir von Dritten sozusagen einkaufen. Und dann ist auch noch der Bahnschutz dabei. Also sind schon eine ganze Menge unterwegs. Gibt es eigentlich bei der S-Bahn München Führerstandsmitfahrten? Ich fände das super. Das geht nur in Verbindung mit einem Praktikum. Diese wurden wegen Corona leider ausgesetzt. Wie der aktuelle Zustand ist, weiß ich leider noch nicht, da die Corona-Restriktionen ja gelockert wurden. Frage Nummer 3. Wieso macht jeder S-Bahn-Fahrer immer diese Rollos hinter ihnen zu? Ich durfte bis jetzt nur einmal zugucken hinter der Scheibe. Also erstmal sind wir keine S-Bahn-Fahrer. S-Bahn-Fahrer sind alle, die hinten drinne sitzen und mitfahren. Wir sind, wenn denn, Lokführer. Und jeder macht das zu, wie ihm lieb ist. Ich persönlich mache es auch zu. Ich fühle mich irgendwie nicht gut, wenn ich da sitze wie im Aquarium. Bei kleinen Kindern, die zuschauen wollen, oder wenn ich nett gefragt werde, dann mache ich auch das Rollo mal hoch, damit man zuschauen kann. Und die letzte Frage, zeigst du dich mal? Würde mich sehr freuen. Nö. Ich möchte ja nicht, dass man mich während des Dienstes erkennt. Es gibt ja schließlich nicht nur gute Leute auf der Welt. Ja? Oh, gleich 10 Fragen kommen jetzt. Na, dann mal los. Warum hat die S-Bahn kein WLAN? Auf langen Strecken ist so etwas nötig, finde ich. Es sind eine ganze Menge Züge schon umgerüstet und angeblich sollen bis Anfang nächsten Jahres alle Züge nachgerüstet sein. Frage Nummer 2. Bist du mal den letzten Zug des Tages gefahren? Wie war das? Ja, natürlich, schon sehr oft. Und wie soll das gewesen sein? Ganz normal. Ich weiß jetzt leider nicht, auf was du hinaus möchtest. Es ist dann mal der ein oder andere Schläfer oder Besoffene im Zug, die dann aufgeweckt werden müssen. Mal wollen sie raus, mal wollen sie im Zug bleiben. Wenn sie drinnen bleiben wollen, naja, dann muss man das halt anders klären. Entweder ist der Bahnschutz da oder man muss wirklich zum Äußersten greifen und die Polizei rufen. Ist dann nicht so schön für uns Lokführer, weil wir die ganze Zeit dann da bleiben müssen und unsere schöne Pause flöten geht. Aber es muss halt gemacht werden. Der Zug kann ja nicht im Abstellgleis mit ein paar Fahrgästen drinne stehen. Du hast in einem Video gesagt, du fährst Auto. Was für eins hast du denn? Das möchte ich eigentlich lieber nicht sagen, da es sehr auffällig ist und es nicht so viele gibt in Deutschland. Leider gibt es nicht nur gute Leute und ja, es wurde mein Auto auch schon manipuliert, sodass Gefahr für mein Leben bestand und deswegen möchte ich das eigentlich nicht sagen. Nächste Frage. Hast du schon die neue Uniform der Bahn in Rot? Das nennt sich Burgundi und ich werde das Zeug nicht anziehen. Das ist sowas von schrecklich. Lokführer waren bisher immer schwarz oder dunkelblau und ich will doch nicht aussehen wie jemand von irgendeiner Fluglinie. Nee, nee. Also ich trage meine alten Sachen noch auf und dann werde ich sehen, ob ich da nur noch Privatklamotten anziehe oder aber dieses Burgunderrot niemals. Was ist dein Traumort, wo du mal Urlaub machen willst? Also ich würde mir gerne mal Hawaii anschauen oder mit dem Wohnmobil quer durch die USA fahren, aber wirklich nur, wenn man genug Zeit hat und überhaupt keinen Zeitdruck, sich mal alles genau anzuschauen, da mal anzuhalten, da mal anzuhalten und nicht irgendwie auf die Zeit zu schauen, ja, wir müssen bis da und dann wieder zurück sein. Nee, sowas würde mir gefallen. Nummer 7. Warum kommen Züge zu spät? Also das ist ja wohl wirklich so mannigfaltig.
Angefangen von Störungen, Signalstörungen, Weichenstörungen, Bahnübergangsstörungen, über zu spät bereitgestellte Züge aus dem Werkstätthausen zum Beispiel oder während der Zugfahrt, Fahrgäste stehen in den Türen, blockieren die, da kann ja alles in Frage kommen. Nummer 8. Manchmal ist in der S-Bahn das Licht aus, wenn sie an der Oberfläche fährt und es hell ist. Wofür eigentlich? Der Kollege hat vielleicht das vergessen einzuschalten. Oder der Kollege will Strom sparen, keine Ahnung. Mir fällt gerade auf, die Nummer 6 habe ich vergessen. Warum habt ihr Lokführermangel? Ich glaube, das liegt an der Zeit. Kaum junge Leute wollen noch diesen Job machen. Komplett ungeregelte Arbeitszeiten, nicht so viel Geld, weniger Sozialkontakte als andere Leute. Und besonders die privaten Güterführer. Wer will denn noch eine Woche außer Haus sein und aus dem Koffer leben? Nummer 9. Warum ist die Rolllade im Führerstand manchmal zu oder auf? Ja, das habe ich ja vorhin schon beantwortet. Nummer 10. Wie wird das zentrale Öffnen aktiviert? Da gibt es einen Knopf, oder? Ja, es gibt einen Taster, damit die Türen freigegeben werden und dass jeder Fahrgast die sozusagen selber aufmachen kann. Und darüber ist der Taster für das zentrale Öffnen, dass alle Türen zur gleichen Zeit aufgehen. Wie viele Abteilungen gibt es bei der S-Bahn München oder muss man immer ein Lokführer bleiben? Wie viele Abteilungen genau, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber man muss nicht immer Lokführer bleiben. Man kann sich auch bewerben als Ausbilder oder in die Leitstelle als Disponent, in die Fahrplanerstellung und so weiter. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und die zweite Frage, kannst du dir vorstellen, einen schönen Zug wie ein ICE zu fahren? Mal ausprobieren, ja. Aber dauerhaft im Fernverkehr arbeiten, nee. Ich mag den S-Bahn-Verkehr mit den kurzen Haltestellenabständen und deswegen interessiert mich der Fernverkehr auch nicht so. Was hältst du von Batterie- und Wasserstoffzügen? Akkutriebwagen gibt es ja nun schon seit über 100 Jahren. Aber ich bin nicht der Meinung, dass sich die Akkutechnik so weit entwickelt hat, dass sie wirklich massentauglich ist. Man sieht es ja noch bei den Autos, die Akkus sind viel zu schwer. Man braucht lange, um sie aufzuladen. Also da muss ich noch eine Menge tun. Deshalb bin ich mehr für die Hybridtechnik oder die Brennstoffzellentechnik. Wird die S2 später mal bis Ingolstadt verlängert? Also ich glaube nicht. Ingolstadt ist dann doch ein paar Kilometer weiter als zum Beispiel Landshut, Rosenheim oder Augsburg, was ja mal geplant ist. Was würdest du von dieselbetriebenen S-Bahnen halten? Dort, wo keine Fahrleitung hängt? Ja, warum nicht? Wenn es nur Dieselstrecken gibt, dann ja. Aber wenn es schon ein großes S-Bahn-Netz gibt, was elektrifiziert ist, und man möchte eine Strecke mit reinnehmen, die noch nicht elektrifiziert ist, dann ist es doch besser, diese Strecke zu elektrifizieren und auszubauen, anstatt Fahrzeuge anzuschaffen, die nur mit Diesel funktionieren, die dann nicht kompatibel sind mit den Fahrzeugen des restlichen S-Bahn-Systems. Das war ja auch der Grund, warum man die Strecke nach Altomünster elektrifiziert hat, damit man sie mit den Fahrzeugen 423 fahren kann. Kam bei deiner Berufswahl nur S-Bahn in Frage oder wäre zum Beispiel ICE auch zur Auswahl gestanden? Um Lokführer zu werden, hatte ich mich damals überall beworben, aber eigentlich war schon klar, dass ich immer zur S-Bahn wollte. Eigentlich zur S-Bahn Berlin, aber nun gut, damals war es nicht mehr möglich und dann ist es die S-Bahn München geworden. Woher weißt du eigentlich, wann und wie fest du bremsen musst? Das lernt man und irgendwann hat man das im Gefühl. Natürlich stehen die Betriebsstellen auch im Buchfahrplan und weiß dann, in welcher Kilometrierung man anfangen muss zu bremsen. Hättest du Lust, mal mit den X-Wagen-Garnituren zu fahren, wenn du könntest? Nee, also wirklich, um ehrlich zu sein, nee. Das kann man ja vergleichen mit einem 420er, bloß mit einer Lok vorne dran. Und da man weiß, dass ich den 420er nicht mag, will ich den auch nicht fahren. Was hältst du von der neuen Baureihe, wenn sie dann 210 Meter durchgängig begehbar ist? Findest du das sinnvoll? Also der Sinn dahinter ist ja, dass man sich die Führerstände einsparen will, so dass man mehr Platz hat für Fahrgäste. Aber sinnvoll finde ich das überhaupt nicht. Um nur mal einige Sachen anzusprechen, ist es sinnvoll, mit einem Langzug zur Kreuzstraße zu fahren, wo noch nicht mal so viele Fahrgäste drin sind, dass ein Kurzzug ausreichen würde? Dazu kommt, dass viele Strecken von der Baureihe gar nicht befahren werden können. Zum Beispiel, wo die Bahnstecklänge nur für Vollzüge ausreicht.
Viele Strecken kann man auch nicht ausbauen, wie zum Beispiel nur die S7 mal genannt, Richtung Wolfratshausen. Nur mal als Beispiel der Bahnsteig Pullach. Der ist eingegrenzt von zwei Bahnübergängen. Da kann man gar keinen Langzugbahnsteig machen, da müsste man einen Bahnübergang schließen. Auf anderen Strecken sind zum Beispiel die Abstellgleise viel zu kurz, auch nur zum Beispiel für einen Kurzzug oder einen Vollzug nutzbar. Der Umbau geht nur unter erheblichen Schwierigkeiten, da man die Hauptgleise umbauen muss. Einen weiteren Punkt, den man nicht vergessen darf, ist die Störanfälligkeit der Fahrzeuge. Wenn jetzt zum Beispiel bei einem Langzug ein Zugteil kaputt ist, dann kann man den einfach abhängen und bei der nächsten Runde einen guten wieder dranhängen. Somit könnte der Zug weiterfahren, zwar kürzer, aber er könnte fahren. Bei den ganz langen Zügen wäre das anders. Da gäbe es dann einen Komplettausfall. Also ich halte von diesen langen Zügen gar nichts. Gibt es Praktikumsstellen bei der S-Bahn München zurzeit? Beziehungsweise wird es welche im Frühjahr oder auch im Sommer geben? Die Corona-Restriktionen wurden zurückgefahren und es ist tatsächlich wieder möglich seit ein paar Wochen. Ich blende mal die Informationen ein. Ihr könnt ja das Video dann auf Pause stellen. Aber ihr müsst bedenken, die Warteliste ist noch relativ lang. So, ab sofort mit neuem Mikrofon und ich hoffe, besserer Tonqualität geht's weiter. Reicht ein Hauptschulabschluss, um Lokführer zu werden? Leider ja, muss ich sagen. Ich persönlich finde es nicht gut, dass die Zugangsvoraussetzungen herabgesetzt wurden. Das Allgemeinwissen der heutigen Jugend und die Kenntnisse in Mathematik und Deutsch lassen doch sehr zu wünschen übrig. Zweite Frage. Sind die Schichtdienste okay für Sie oder hätten Sie, wenn Sie entscheiden könnten, normal geregelte Arbeitszeiten? Also ich finde Schichtdienst schon nicht schlecht. Man kann auch mal einkaufen gehen oder was anderes erledigen, wenn andere arbeiten müssen. Das ist schon ein sehr guter Vorteil. Nachteil ist aber, dass man weniger soziale Kontakte hat, da die Freunde zum Beispiel geregelten Arbeitszeiten nachgehen. Und wenn man dann am Wochenende eingeladen wird und man sagen muss, ich kann leider nicht kommen, weil ich arbeiten gehen muss, dann ist das natürlich keine schöne Sache. Hätten Sie irgendwelche Tipps für den Online-Test? Weil ich kenne einen und der ist leider durchgefallen. Richtige Tipps kann man eigentlich nicht geben, aber man kann sich im Internet mal umschauen nach IQ-Tests und die durcharbeiten und das trainiert das Gehirn schon ungemein. Und die letzte Frage ist sehr schnell zu beantworten. Ist es im Sommer heiß am Führerstand, weil die Sonne meistens reinknallt? Im 420er auf jeden Fall. Und beim 423er, wenn die Klimaanlage ausfällt, natürlich auch. Dafür haben wir aber jetzt neuerdings Kühlungswesten bekommen. Ja, Kühlwesten, die muss man sozusagen mit Wasser aufladen. Und wenn man die dann anzieht und in der Hitze, verdunstet das Wasser und kühlt den Körper. Was hältst du von Eisenbahnfotografen? Ja, alles in Ordnung, solange sie nicht an Bahnsteigen so dicht stehen oder im Gleisbereich sich befinden. Mach ja auch Fotografien. Und da kommen wir auch schon zur letzten Frage. Grüßt du winkende Passanten eher mit Handzeichen, Lichthupe oder Hupe? Also das kommt ganz drauf an. Kinder, die am Bahnsteig stehen oder in der Nähe, da winke ich eher zu. Aber Eisenbahnfotografen zum Beispiel oder anderen Fans, da teste ich auch manchmal meine Hupe. Oder besser gesagt, meine Pfeife. Oder noch besser gesagt, das Makrofon. So, das soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben bzw. zugehört haben und entschuldige mich für die unterschiedliche Tonqualität. Ich bin noch beim Ausprobieren, was so die besten Einstellungen für das neue Mikrofon sind. Ich hoffe, dass es dann beim nächsten Video besser wird. Falls ihr neue Fragen habt, dann postet diese bitte unter dieses Video hier. Und ich werde sie dann beim nächsten Video beantworten. Also vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal.